Herzlich willkommen bei der Juli-Ausgabe von Deutschland Lokal. Wir geben Ihnen heute wieder einen Überblick über die Neuigkeiten aus den Regionen unserer Partnersender in ganz Deutschland. Wir starten in Frankfurt am Main, gehen dann über zur Mitte Deutschlands und fahren dann den Nordosten ab, bis wir im Norden am Kampener Strand landen. Und wie immer geben wir Ihnen Ausflugstipps und die sind diesmal ganz im Sinne der Freunde exzellenter Küche, aber auch für Naturmenschen, Liebhaber der Kunst und Hobbyhistoriker. Los geht's heute mit einem tierischen Museumsbesuch in Frankfurt am Main. Beeindruckende Saurierskelette, unendlich viele Tierarten und natürlich die Anaconda, die ein Wasserschwein verschluckt. Das verbinden die Frankfurter mit dem Naturmuseum Senckenberg. Die wissenschaftlichen Sammlungen umfassen aber mehr als 10-mal so viele Objekte, die normalerweise den Blicken der Öffentlichkeit entgehen. Für die Ausstellung Verborgene Schätze hat das Senckenberg jetzt die kuriosesten und spektakulärsten Stücke aus den Sammlungen ans Tageslicht geholt. Ein Beitrag von Rhein-Main-TV. Der außergewöhnlich präparierte Magellan-Pinguin befindet sich in der neuen Ausstellung des Senckenberg-Museums in bester Gesellschaft. Eine tasmanische Riesenkrabbe ist hier ebenso zu finden wie der Schädel des sogenannten Senckenberg-Hundes, dem 11.000 Jahre alten ersten Nachweis, dass Hunde schon früh als Haustiere gehalten wurden. Das Gerippe des Senckenberghundes wurde 1914 ungefähr 70 Meter vom heutigen Senckenberg-Museum im sogenannten Senckenberg-Moor bei Ausschachtungsarbeiten gefunden. Dort befand sich zur damaligen Zeit das Chemische Institut. Neben den Knochen des Senckenberghundes fand man auch noch Skelettteile des sogenannten Senckenberg-Urs, also einem Auerochsen. Und das Interessante ist, dass man an Oberarm- und Oberschenkelknochen des Urs Bissspuren gefunden hat, die nachweislich mit dem Gebiss des Senckenberghundes übereinstimmen. Beide Tiere wurden in der Dauerausstellung des Senckenberg-Museums schon einmal ausgestellt, und zwar in einem Diorama der Frankfurter Urlandschaft im Jahr 1935. Diese wurde aber leider 1944 bei einem Bombenangriff zerstört und die Frankfurter Urlandschaft wurde danach nicht wieder aufgebaut. Das Senckenberg-Ur, also die Skelettteile des Urs, kann man heute im Archäologischen Museum betrachten. Und wir freuen uns sehr, dass wir den Schädel des Senckenberghundes nun in unserer Wanderausstellung Senckenbergs verborgene Schätze zeigen können. Geschichten wie diese finden sich zu jedem Ausstellungsstück, nachzulesen in historisch gestalteten Sammlungsbüchern. So wird der Gang durch die Ausstellung auch zu einer spannenden Reise durch die Geschichte naturkundlicher Forschung. Bei der Zusammenstellung sahen sich die beiden Kuratoren Sabine Mahr und Thorolf Müller mit einer schier unüberschaubaren Auswahl konfrontiert. Senckenberg besitzt ja insgesamt 38,5 Millionen Sammlungsstücke. Und zwar sind die verteilt deutschlandweit über 5 Standorte. Und das sind Frankfurt, Dresden, Görlitz, Weimar und Müncheberg. Und wir haben uns gedacht, dass das, was eigentlich nicht zu sehen ist im Museum, dass das eben mal zu sehen sein sollte. Wir haben an diesen 5 sammelnden Standorten gemeinsam mit den sammlungsbetreuenden Wissenschaftlern und technischen Assistenten exemplarische Stücke herausgesucht, sodass wir jetzt hier in der Ausstellung 30 Objekte zeigen, die aus aller Herren Länder stammen, aus allen geologischen Zeitepochen und auch aus allen Erdteilen der Welt. Ergänzt wird die Ausstellung durch großformatige Fotografien, die die Objekte oft in einen unerwarteten Zusammenhang stellen. Bislang verborgene Schätze, die teils über Jahrzehnte allein den Forschern zugänglich waren. Auch für Stammgäste also ein lohnenswerter Blick hinter die Kulissen des Senckenberg-Museums. Senckenbergs verborgene Schätze sind noch bis zum 10. Januar zu sehen. Weitere Informationen zum Naturmuseum Frankfurt gibt es im Internet unter www.senckenberg.de/frankfurt. Und auch die Stadt Weimar gehört zu den 5 Forschungsstandorten der Senckenberg-Gesellschaft. Sie diente übrigens auch dem Dichterfürsten und Botaniker Johann Wolfgang von Goethe zum Forschen. In dem nach ihm benannten Garten hat er mit neuartigen Pflanzen experimentiert. Salve TV hat den Goethe-Garten am Frauenplan einmal genauer unter die Lupe genommen. Ja,
Ja, Goethe hat sich ja immer intensiv mit der Botanik beschäftigt, vor allen Dingen seit seiner Italienreise. Und es ist so gewesen, dass er hier im Garten das botanische System des französischen Botanikers Jesuy aufgebaut hat. Und das war eine wichtige Grundlage, um seine Theorie der Metamorphose der Pflanze zu erläutern. Und die hat er hier im Garten gehabt, die ist aufgepflanzt worden und es sind durchaus botanische Dispute hier vor Ort durchgeführt worden, haben stattgefunden. Und er hat das sehr schöne Gedicht über die Metamorphose geschrieben, womit er ja versucht hat, also auch allen das Thema zugänglich zu machen. Gleich darauf ein folgender Trieb, sich erhebend, erneuert. Knoten auf Knoten getürmt, immer das erste Gebild. Zwar nicht immer das Gleiche, denn mannigfaltig erzeugt sich. Ausgebildet, du siehst's, immer das folgende Blatt. Ausgedehnter, gekerbter, getrennter in Spitzen und Teile. Die Grundstruktur des Gartens entspricht komplett der Goethezeit, das muss man sagen. Und zwar liegt das auch daran, dass ja der Garten nach Goethes Tod, war ja das Haus geschlossen. Es ist von der Familie bewohnt worden und als der letzte Enkel starb, 1886, wurde es dann zum Museum. Und seither wird es museal gepflegt und das zeugt ja eigentlich von einer großen Authentizität. Und insofern haben wir hier also die Grundstrukturen wirklich Goethe. Es ist natürlich einiges an Veränderungen, dass wir die ehemaligen Gemüsebeete jetzt als Wiesenflächen nutzen. Im Garten wachsen wie ehedem Aurikel, Dahlien und viele Sommerblumen. Der Wein am Spalier vor dem Arbeitszimmer stammt noch aus Goethes Zeit. In der Mitte des Gartens steht ein aufragender Ahorn. Beim Gartenhaus an der Ackerwand eine Linde. Und zum Wielandplatz stehen ein Ahorn und eine Kornelkirsche aus der Goethezeit. Also ich glaube, wenn der Garten geöffnet ist, das passiert natürlich in der Saison und in den Sommermonaten, wird jeder, der im Haus ist, auch den Garten besuchen. Das verführt einfach, wenn man schon aus dem Fenster guckt. Und man hat ja das Arbeitszimmer, die Bibliothek und das Sterbezimmer sind ja dem Garten zugewandt. Und insofern ist dieser Blick ja schon immer gegeben. Der Garten gehört seit 1999 als Bestandteil des Ensembles Klassisches Weimar zum Welterbe der UNESCO. Und das ist nur ein Grund, um die Klassikerstadt zu besuchen. Das Goethehaus Weimar ist täglich außer Montag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet und ermöglicht Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren sogar kostenfreien Eintritt. Zum Welterbe der UNESCO gehört auch das Biosphärenreservat Rhön. Diese Naturlandschaft ist durch seine zentrale Lage aus allen Himmelsrichtungen leicht zu erreichen. Lernen Sie jetzt das Rhön-Schaf kennen und erleben Sie das traditionelle Handwerk des Holzschnitzens. Auch hier war das Filmteam von Salve TV unterwegs. Das Biosphärenreservat Rhön, bezeichnet als das Land der offenen Fernen. Hier ist das Rhön-Schaf zu Hause. Es ist nicht nur eine uralte Haustierrasse, sondern auch Landschaftspfleger. Es hält die typischen Kalkmagerrasen der Rhön frei und unterstützt so eine naturschonende Landbewirtschaftung. Die hohe Geba ist die höchste Erhebung der vorderen Rhön.
Von hier kann man den Blick in die Ferne schweifen lassen oder sich sportlich betätigen. Gemütliche Brotzeithütten wie das Bergstübchen ermöglichen eine stärkende Einkehr. 813 Meter erhebt sich der Ellenbogen in die Höhe. Von dessen Spitze kann man bei gutem Wetter bis zur Hessischen Wasserkuppe schauen. Wenn der Frühling Einzug hält, sind sie die ersten Gäste im Buchenwald. Die blaue Skilla und das Buschwindröschen, die Kuhschelle und der Märzenbecher. Mitten im Biosphärenreservat liegt das Dörfchen Zeller mit seiner alten Propstei. Heute beherbergt sie ein Informationszentrum. Vor allem die jungen Besucher können hier über die vielfältige Flora und Fauna der Rhön etwas erfahren. Unverzichtbar ist auch ein Besuch der angrenzenden Streuobstwiesen, wo neben der Theorie auch die Praxis nicht zu kurz kommt. Fürs Radeln mit Stromunterstützung gibt es viele gratis E-Bike-Tankstellen in der Rhön. Und solange die Batterie lädt, gönnt man sich noch einen Blick auf den liebevoll gepflegten Klostergarten der Propstei. Dann geht's hinauf zum Gläserberg, wo ein grandioser Weitblick für alle Anstrengung entschädigt. Freunde gut erhaltener Fachwerkarchitektur kommen im Fledermausdorf Neidhartshausen auf ihre Kosten. Empfertshausen ist ein Eldorado für Holzbildhauer. Die Schnitzerkunst wird hier gelehrt und noch in vielen Werkstätten des Ortes ausgeübt. Wild und schroff erhebt sich der Katzenstein mit seinen imposanten Basaltformationen. Der Ilbengarten, ein jahrhundertealter Eibenwald, ist eines der ältesten Naturschutzgebiete Thüringens. Hier beginnt das Reich der Junior Ranger. Voll konzentriert bei der Errichtung eines Schutzzaunes für Frösche, Kröten und Molche. Die jungen Leute im Alter zwischen 8 und 14 haben ihr Hauptquartier auf dem Weidberg bezogen. Hier gibt es den Rotmilan zu sehen und viel zu erleben. Spielerisch Natur mit allen Sinnen zu erfahren, steht auf dem Weidberg im Mittelpunkt. Biosphärenreservat Rhön, das Land der offenen Fernen. Hier geht's gleich nach der Werbung weiter mit dem zweiten Teil von Deutschlandlokal. Seien Sie gespannt, wenn es unter anderem mit dem Molly auf Schatzsuche geht. Bis gleich. Welcome to the Spa and Golf Resort Weimarer Land. The soul of Thuringia. Thank you.
See you soon. Zwischen den abenteuerlichen Felsen der Sächsischen Schweiz und der malerischen Elbe liegt genau in der Mitte die Toskana Therme Bad Schandau. Hier vergessen Sie beim Baden die Zeit und finden Ihre Mitte. Toskana Therme Bad Schandau. Aromatik, der Traditionsgewürzbitter mit eigener Prägung. 3, 2, 1, 0. Houston? Houston! Roger, Fred. Houston, wir haben ein Problem. Ich kann nur noch Aro sehen. Okay, stand by, 13, we're looking at it. Aromatik. Ein Aromatik gehört dazu. Herzlich willkommen zurück zu Deutschland Lokal. Kunst liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Noch umfassender wird sie aber, wenn man sie fühlen, ja sogar begehen kann. Bereits zum dritten Mal findet der Kunstparcours im Kurpark des erzgebirgischen Kurortes Bad Schlema statt. In diesem Jahr haben 13 Künstler eine Woche daran gearbeitet, Objekte zu schaffen, die das Areal verschönern und mindestens für ein Jahr zu erleben sind. Versprochen wurde uns dazu eine fulminante Eröffnung. Und wir wurden nicht enttäuscht. Ein Beitrag von ErzTV. Die getanzte Sonne, ein stürmischer Abend und doch so romantisch wie auch stilvoll die Präsentation. So wurden Kunstwerke in Bad Schlema wohl noch nie vorgestellt. Nachwuchstalente und Absolventen der Poluga Hochschule für Tanz in Dresden führten die Besucher an jedes der neuen Objekte heran. Ganz zeitgenössisch und ganz im Sinne derjenigen, die während des einwöchigen Künstlersymposiums neue Werke geschaffen haben. Das Teil, was hier steht, ganz statisch, soll ein Herz darstellen, eigentlich ein Kitsch-Symbol. Ich habe mich trotzdem mal angewagt. Welcome nannte der Einheimische Christoph Rosner sein Werk. Die Tür zum Herzen ist geöffnet. Liebe, ein Lebenselixier. Aber nicht nur. Welcome verbildlicht nicht nur die touristische Gastfreundlichkeit einer Region, sondern vor allem eine Option zum Heimischwerden, in den Wohnungen der Herzen. Das Zwischenmenschliche soll wieder stimmen. Beeindruckend präsentiert. Schließlich ließ es Choreograf Ted Meyer sogar regnen.
Wohin die mehreren hundert Zuschauer auch geführt wurden, überall wartete eine andere Sichtweise auf die Objektkunst. Bad Schlema will zeigen, die Kunstwelt fühlt sich auch im Erzgebirge heimisch. Die Menschen können sich damit identifizieren. Sie haben Ideen und sind offen für Neues. Und jeder kann sie sehen. Wer will, ein ganzes Jahr lang. Im Kurpark Schlema. Wer gut zu Fuß ist, findet alle Objekte im weitläufigen Areal. Wer nicht, nimmt sich alles Stück für Stück vor. Das Geheimnis um 8,19 € Eintrittsgeld wurde natürlich auch gelüftet. Wir aber behalten es noch etwas für uns. Bis zur nächsten Ausgabe von Moment mal, Kultur im Erzgebirge. Nur so viel, es hat etwas mit einem Himmelskörper zu tun. Der Mond aber ist es garantiert nicht. Die Auflösung gibt es mit Sicherheit auch bei einem Besuch des Kunstparcours in Bad Schlema. Und dafür können Sie sich Zeit nehmen, denn er ist ja noch bis zum 24. Juli 2016 geöffnet. Von Sachsen geht es jetzt nach Mecklenburg-Vorpommern und zwar direkt an die Ostseeküste. Mit der Bäderbahn Molly von Kühlungsborn nach Heiligendamm zu fahren, ist vor allem bei so herrlichem Wetter ein Erlebnis. Aber um noch mehr zu bieten, haben sich die Betreiber etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Den Banküberfall haben die Zuggäste bisher überlebt. Aber ob sie nach dieser Schatzsuche sicher am Ziel ankommen werden, sehen Sie jetzt in einem Beitrag von MV1. Die Bäderbahn Molly. Seit 1886 die vielleicht schönste Verbindung zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan. Jede Mitfahrt eine kleine Zeitreise und Eisenbahnromantik in Reinform quer durch die malerische Küstenlandschaft. Auf ihrem Status als rollendes Technikdenkmal wollten sich die Betreiber nicht ausruhen und erdachten sich viele verschiedene Molly-Abenteuer. Heute im Programm haben wir die Schatzsuche für unsere kleinen Gäste, ansonsten auch den Raubüberfall oder ein Orient-Express, sowie auch für die Älteren oder die es gerne machen möchten, eine Werkstattbesichtigung, dass man einfach mal hinter die Kulissen gucken kann. Die Schatzsuche beginnt in Kühlungsborn mit Oberschatzsucher Joe, abenteuerlustigen Helfern und natürlich einer richtigen Schatzkarte. Zumindest einem Teil davon. Auf geht die Suche. Auf der Fahrt kann noch einmal durchgeschnauft werden, bevor es dann richtig losgeht. Die Spannung steigt. In Heiligendamm wartet Schatzsucherin Josie mit dem zweiten Kartenteil. Dieser führt die Gruppe zur Herz-Jesu-Kapelle. Aber wie geht es weiter? Naja, der Hund hat es gefunden, ausgebuddelt und dann haben wir uns für heute für den Tag verabredet. Weil wir sind ja von zwei verschiedenen Enden gekommen. Der eine von Doberan, der andere von Kühlungsborn. Haben gehofft, dass wir uns hier finden. Ja, und irgendwann muss man den ja suchen, ne? Also ob nur heute oder morgen? Heute! Heute! Habt ihr ihn? Oh, ich muss los! Mein Schatz, ich muss los! Die machen das ohne mich! Für die Kinder gibt es kein Halten. Sie sind voll dabei und rätseln fleißig mit. Verbirgt das Skelett einen weiteren Kartenteil? Die erwachsenen Begleiter haben ihre kleinen Schätze sowieso immer dabei und freuen sich stattdessen über den ungewöhnlichen Spaziergang durch das weltbekannte Ostseebad. Highlight natürlich. Gute Laune, lustige Kinder, die alle wunderbar mitmachen. Es ist so schön. Ne? Strand in Sicht. Wo, wenn nicht hier, könnte der Schatz vergraben sein? Mit vereinten Kräften ist es dann endlich geschafft. Natürlich wird brüderlich geteilt. Für die Kinder fand ich das ganz toll und wir sind übers Internet drauf gekommen, als wir die Seite von der Molly mal aufgerufen haben. Wir sind auf Kur hier, also mit meinen Kindern, und da wurde das ausgehangen und war schön. Also den Kindern hat es auf jeden Fall gefallen. War ein langer Weg, aber war schön. Wir haben Kurzurlaub jetzt hier gemacht in Kühlungsborn. Und ich habe im Internet geguckt, was jetzt so am Wochenende anliegt. Und da haben wir das gelesen mit der Schatzsuche. Und wir fanden das super. Also weil das mal ein Event war, wo die Kinder voll eingebunden wurden. Die waren total fasziniert. Das war ein Selbstgänger für sich sozusagen. Ja, toll. Also die Strecke fanden wir eigentlich ganz toll. Wie fandet ihr es?
schön. Schön. Und jeder schön. Hat was gefunden. Also. Wir fanden toller als alles. Das Ende der aufregenden Schatzsuche ist der Anfang der entspannten Urlaubssaison, der in den Ostseebädern mit einem Sandburgen-Bauwettbewerb gefeiert wird. Welches Molly-Abenteuer für Sie in Frage kommt, können Sie auf www.molly-bahn.de nachlesen. Und jetzt rein ins Auto und an die Ostsee fahren. Das wär's. Die einen lieben die Ostsee, die anderen bevorzugen den starken Wind an der Nordsee. Dazwischen gibt es kaum etwas. Allerdings gab es auf Sylt ein Event, das es so in Deutschland noch nicht gegeben hat. Ein White Dinner heißt, alle kommen in Weiß zum gemeinsamen Essen an den Strand und alle haben wahnsinnig viel Spaß dabei. Das Filmteam von Sylt 1 hat das erste White Dinner in Kampen begleitet. White Dinner haben viele. White Dinner mit grandiosem Strandblick an einem der schönsten Plätze Deutschlands, nur wir hier auf Sylt in Kampen. Es bot sich allen ein tolles Bild, denn so ein außergewöhnliches White Dinner mit alten und neuen Freunden und der Familie zu erleben, ist schon etwas ganz Außergewöhnliches. Also erstmal ist es das erste White Dinner in Kampen und auch das erste White Dinner auf Sylt überhaupt. Man kennt das eigentlich hauptsächlich aus Großstädten oder höchstens aus Florida oder in Australien, wo es auch am Strand stattfindet. Das heißt, es ist eigentlich, ich würde behaupten, eines der ersten White Dinner am Strand überhaupt in Deutschland. Man trifft sich, um gemeinsam zu reden, zu lachen, zu tanzen, einfach um diesen besonderen magischen Moment zu genießen. Ich kenne es aus Hamburg, ich bin Hamburgerin und ich kenne es selber und ich fand es immer schon toll und habe eigentlich immer bedauert, dass wir nicht irgendwie am Strand mal sitzen können mit dieser schönen Atmosphäre, mit den weißen schönen Klamotten, und dieses Bild wollte ich einfach gerne mal für alle Menschen aufleben lassen und dass man ein ganz besonderes Erlebnis mit nach Hause nimmt. Ein besonderes Erlebnis war es für alle Beteiligten ohnehin. Aber dennoch gibt es ein paar kleine Regeln zu beachten. Außer dass man weiß gekleidet sein sollte, das wäre natürlich der tiefere Sinn der ganzen Veranstaltung. Dass man sein Essen, seine Getränke selber mitbringt, dass man aufrückt, dass man nicht irgendwo alleine an einem Tisch sitzen will, sondern eng beieinander sitzt und einfach nett und freundlich ist mit seinen Nachbarn. Das sind eigentlich die Regeln. In Kampen gab es einen wundervollen Auftakt für dieses Event. Eine Fortsetzung wird es ganz sicher geben und darauf freuen wir uns. Das war ja romantisch, ganz in Weiß. Vielleicht war ja der ein oder andere interessante Ausflugstipp für Sie dabei und Sie können schon die nächsten Urlaubspläne schmieden. Damit verabschiede ich mich recht herzlich und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal hier bei Deutschland Lokal. Tschüss.